Hallöchen, heute will ich euch zeigen, wie man mit JavaScript und HTML eine ganz einfache Uhr basteln kann. Dafür habe ich hier mein JavaScript schon geöffnet. Das Ganze habe ich im Head eingebunden. Im JavaScript machen wir jetzt als erstes eine Funktion, die nennt sich Time. In dieser Funktion werden verschiedene Variablen definiert. Die erste Variable ist die Date-Variable und die gibt uns das neue Date. Das heißt, die gibt uns unsere Zeit, die wir haben, wenn wir diese Variable laden. Dann holen wir uns die Variable Hours, die ist einfach date.getHours. Bedeutet, das sind die Stunden, die bis jetzt an diesem Tag vergangen sind. Dann var minutes ist date.getMinutes, also das sind die Minuten, wie man am Namen schon gut erkennen kann. Und dann eine letzte Variable ist seconds, ich schreibe jetzt mal alles klein, also date.getSeconds. Und jetzt fängt der eigentliche Skriptteil an. Wir machen eine if-Abfrage, oder ich zeige euch jetzt erstmal, wie man einfach die Zeit ausgeben kann. Document.getElementById. Und meine ID hier ist main.inner.html. Und dann machen wir jetzt einfach hours plus Doppelpunkt plus minutes plus Doppelpunkt plus seconds Strichpunkt. Was jetzt passiert, ist da ganz einfach, nämlich nichts. Da dies hier eine Funktion ist und die Funktion müssen wir noch abrufen. Das heißt, wir gehen in unseren Body Tag und schreiben onload und dann unsere Funktion. Bei mir heißt sie eben time. Wenn wir das Ganze jetzt neu laden, dann sehen wir, ist hier eine Uhr, die weder läuft noch richtig schön angezeigt wird, denn wir wollen eine 0 vor der 7 haben und vor der 4 hier. Und wir wollen natürlich, dass sie tickt, weil sonst ist das Ganze ja Schmarrn. Also bauen wir hier davor noch eine if-Abfrage ein. If hours ist kleiner 10, dann hours ist gleich 0 plus hours. Das bedeutet, wenn die Stunde unter 10 ist, also einstellig ist, dann ist eine 0 davor. Das Ganze kopiere ich jetzt. Mache das Ganze auch noch für die Minuten und die Sekunden danach auch noch, damit es dann bei allen schön aussieht, weil es kann ja überall vorkommen, dass eben eine einstellige Zahl da ist. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, dann ist hier schon eine 0 davor, sieht schon relativ schön aus, aber sie tickt immer noch nicht. Das Ganze geht mit einem einfachen Befehl, der unter unserem Document.innerHTML jetzt ist, und zwar window.setTimeout in Klammer. Hier geben wir jetzt an, welche Funktion dann ausgeführt werden soll. Unsere heißt time, also dieselbe nochmal, und dann nach wie vielen Millisekunden sie ausgeführt werden soll. Ich mache 1000 Millisekunden, weil das eine Sekunde entspricht und so die Uhr dann tickt. Und ihr seht, jetzt wird alles schön angezeigt und unsere Uhr lädt sich jede Sekunde neu. Genau. Das war's eigentlich jetzt auch schon von meiner Seite. Das Ganze kann man natürlich noch stylen oder mit CSS bearbeiten oder auch ein bisschen verändern. Aber das hier ist eben das Grundprinzip, diese JavaScript-Datei. Und wenn das Video online ist, versuche ich auch so schnell wie möglich, diese JavaScript-Datei auf meine Homepage zu laden, damit
jeder von euch, auch wer jetzt im Video nicht wirklich mitgekommen ist, ich zeige den Code jetzt noch, ihr könnt jetzt einfach auf Pause drücken, wenn ihr wollt, dass eben wer im Video nicht richtig mitgekommen ist, sich das Ganze dann downloaden kann. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann.